Hey Leute, Austrian Tech hier, heute mit einem Unboxing von dem neuen Samsung Galaxy Nexus. Ich werde gleich ins Unboxing starten, die Spezifikationen des Handys zeige ich euch nachher zum Schluss des Videos. Könnt ihr euch nachher noch ansehen, wenn euch das interessiert. Und Schachtel ist ziemlich simpel, nur ein paar Fotos von dem Samsung. Google und Samsung, ja, das ist ein Google-Handy, falls ihr das nicht wusstet. Zuerst werden wir mal die Speaker durchschneiden und sehen, was in der Schachtel drin ist. Ich hoffe, ein Handy. Also nehmen wir zuerst mal die Oberseite ab. Wir werden gleich mit dem Samsung Galaxy Nexus begrüßt. Das werden wir gleich mal rausnehmen, wenn es mir gelingt. Also, ziemlich schön. Ich finde das Handy ziemlich sexy, muss ich sagen. Dann ein kleines, weiß nicht genau, was das ist. Dann nehmen wir mal das hier raus und drunter sind noch ein paar Handbücher. Da sind, glaube ich, Garantiekarten, Quick Start Guide und alles Mögliche drin. Die werden wir uns jetzt nicht zu genau ansehen. Ja. Als nächstes ein Headset, das nicht zu schlecht aussieht. Habe sie noch nicht ausprobiert, aber schauen nicht mal so schlecht aus. Also Headset. Und dann noch den Micro-USB, glaube ich, zu USB und noch eine Batterie. Natürlich braucht man auch beim Handy. Also sehen wir uns mal gleich das Handy an. Nehmen wir mal das Zeug hier ab. So, ja, hier ist das Handy. Vorne eine Kamera, zwei, drei Knöpfe, also Volume, also Lautstärke auf und ab, Einschaltknopf, 5 Megapixel Kamera am Ende mit LED-Flash. Ja, jetzt noch ein paar Spezifikationen zum Handy, die euch vielleicht interessieren werden. Also das Display ist ein Super AMOLED-Display mit 720x1280 Pixel, 4,65 Zoll. Der Memory ist, also Speicher, 16 GB intern. Es hat aber keinen Mini-Micro-SD-Karten-Slot. Das ist sehr enttäuschend für mich, denn das wäre mir sehr wichtig für mehr Speicher. Dann die Kamera ist eine 5-Megapixel-Kamera mit Full-HD-Video. Dann das OS, also das Betriebssystem, ist ein Android, ist das Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Und das ist eigentlich das einzige Handy, das dieses Betriebssystem jetzt schon unterstützt. Ich glaube, sie werden sie für die anderen Smartphones auch noch herausbringen, aber dies ist das einzige, das bis jetzt es unterstützt. Dann CPU, ein Prozessor Dual Core 1,2 GHz und 1 GB Arbeitsspeicher, das ist auch sehr viel. Und es unterstützt Adobe Flash. Das ist auch sehr wichtig für mich. Also, ja, mehr dazu im Review, also im Rückblick des Handys, könnt ihr euch noch das nächste Video ansehen oder eines von unseren nächsten Videos. Ich werde es vielleicht mit dem iPhone 4S noch vergleichen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr bitte abonnieren für mehr solche Videos wie diese. Kommentieren, wenn ihr noch Fragen habt. Und Daumen hoch wäre natürlich auch super. Und ja, seht euch unser letztes Video an, wenn es euch interessiert. Und bis zum nächsten Video. Bis bald.